Putzmann hier. Heute in einer Küche. Oh. Denn auch eine Küche muss auch mal ab und zu sauber gemacht werden. Und ich glaube, hier habe ich eine kleine Herausforderung vor mir, weil es ist scheiße. Ich habe mir gerade das Material angeguckt. Der Schwamm beispielsweise, den habe ich aus dem Waschbecken rausgekratzt. Das ist eine Katastrophe. Ich meine, es gibt schlimmere Orte, das sage ich ganz ehrlich. Und der Ort wird eigentlich auch nicht großartig besucht. Wird also hier nicht großartig gemacht. Warum sagen sich auch die vielen, kurz Wasser drauf, mehr Warnung. Und so sieht es halt auch aus. Ich versuche euch heute mit dem, was ich hier habe, und das ist ein Fett und eingebranntes. Ich denke, das klappt bestimmt damit. Ich hoffe es. Ich werde aber erstmal gucken, ob ich hier vielleicht sogar einen Eimer finde, weil ich glaube, eben, mein klares Wasser läuft ja auch so. Läuft super, also schön. Und es kommt sogar kochendes raus. Mache ich jetzt nicht besonders, aber gut, das soll man machen. Scheißdreck kommt in der Bude. Also, ich habe nichts dagegen. Also, ich meine, ich bin auch nicht gerade der Sauberste, deswegen. Aber manchmal denkst du echt so, what the fuck. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hin und sprühen alles ein. So. Erstmal, das lassen wir jetzt auch ein bisschen einwirken. Ich guck mal, ob ich einen Eimer finde, weil ich glaube, ich brauche da echt einen Eimer für. Ich hoffe, dass ich einen hab. In der Hütte. Ich könnte einen Kochtopf nehmen, das ist cool, Scheiß. Scheiße, ich hätte schon mal so lange Öl kann sagen uns da was. Das ist jetzt mein Vorschlag, wenn ich das uns da will. Weißt du, wie sieht es aus? Ich dachte mal, bei mir sieht scheiße aus. Deswegen. Das ist jetzt ein bisschen eingewickelt. Ja, ich fange mal mit dem einfacheren an. Und Waschbecken immer mit der weichen Seite. Also hier jetzt das ist der Hahn. Jetzt werde ich euch gleich einen Trick erklären, weil den kann ich nicht zeigen, das ist gerade echt das Problem mit der Kamera. Erstmal den Schwamm ein bisschen ausspülen. Und was immer ganz praktisch ist, wenn man viel Seife und Schaum irgendwo hat, man muss das ja nicht immer, also abtrocknen muss, sollte man es halt schon wegen Wasserflecken, aber ich gehe dann immer hin und nehme meine beiden Hände und dann verteile ich das immer so, so in dem Waschbecken und auf der Ablage, weil somit geht auch schon viel Seife verloren, deswegen. Und dann musst du nur noch weniger Wasser und halt weniger Schaum nur noch das Wasser wegmachen. Das ist dann halt schon einfacher, weil Seife ist ja, wie ihr selber meistens wisst, schon etwas hartnäckig. So. Okay. Da ich auch kein Handtuch in der Bude gefunden habe, mache ich das jetzt nur ganz altmodisch und nehme jetzt mal ein bisschen Küchenrolle. Genauso gut. Jo, Verona. Und dann, weil ich habe jetzt, das ist halt jetzt echt, also ich wende schon mal das ab. Das ist halt echt eine Arbeit. Ich meine, ich werde mal ein Waschbecken suchen, das richtig dreckig ist, wenn es bestimmt eins. Da muss man dann genug suchen. Es gibt Waschbecken, wo ihr selber wahrscheinlich denkt, what the fuck? Weil ich denke es mir ja selber. Und ich habe ja das Gefühl, dass die Küchenrolle nicht reicht, aber ich hoffe, dass sie reicht. Ich werde jetzt erstmal an einer Stelle das Wasser jetzt nochmal aufnehmen. Und wenn jetzt einer fragt, jetzt unter die Kommentare schreibt, Mehmetil, ich finde ein Waschbecken hier, ein Küchenwaschbecken, das besteht ja auch aus Methil. Also, Methil. Schönste Kommentar meines Lebens, Mehmetil. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ganz wirklich witzig. Wenn ich noch mehr Comments bekomme, dann kann es wahrscheinlich wirklich so sein, wenn ich bis Ende des Jahres noch mehr Kommentare bekomme, dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres anfangen mal so Fragen, so mal so ein paar Videos mir anzuschauen und dann die Kommentare vorzulesen. Mal schauen, ich habe da auch manche, ich meine, manche Kommentare lösche ich deswegen, weil manche sind sogar mir zu blöd. Ja, vor kurzem habe ich eins bekommen, weil direkt nachdem ich das mit dem SIF, überall SIF, oder wie ich es genannt habe, hochgeladen habe, Mann, hab ich so, jetzt direkt, oh, scheiß Asi, machst du präsentieren,
Vielleicht hätte ich es drin lassen sollen, weil mir erst die Idee mit den Kommentaren erst später kam. So. Nicht besonders schön, aber ich finde, das sieht schon mal ein bisschen besser aus als vorher. Deswegen, aber das erwartet man auch in so einer dreckigen Küche. Deswegen, es ist immer schwierig, das gebe ich zu. Aber es funktioniert ganz gut. Wie gesagt, ich bin ganz beeindruckt. Immer mal gucken, dass man was hat. Ich hätte auch einen Scheuermilch machen können, die gab es jetzt auch hier, aber die wollte ich jetzt nicht nehmen. Nein, also das war's jetzt erstmal wieder. Vor allem, boah, ich habe schon 7 Minuten mal wieder ein schönes langes Video. Ich mag das ja, wenn sie ein bisschen länger sind. Ja, deswegen sage ich mal, haut rein, viel Spaß noch und